Hallo, herzlich willkommen zur Küchentischandacht. Mein Name ist Inka und ich lade dich an meinen Küchentisch ein. Setz dich einfach eine Weile hin mit einer guten Tasse Kaffee oder einem Tee, dem Wort Gottes, und lass uns gemeinsam eintauchen in die Wahrheiten, die Gott uns zuspricht. Ich möchte dich ermutigen und herausfordern und ich freue mich, wenn du dabei bist. Psalm 127, Vers 1 anschauen. Und zwar steht da: Wenn der Herr das Haus nicht baut, ist die Arbeit der Bauleute umsonst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in den letzten Monaten und vor allem in den letzten 2 Jahren hat sich mein Leben wie eine Baustelle angefühlt. Ich hatte das Gefühl, Steine werden abgetragen, Mauern, die vorher sicher standen, sind zusammengefallen. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, mein ganzes Lebenshaus wird auseinandergenommen. Und ich glaube, ich stehe da nicht alleine da, vielleicht geht es dir ähnlich. Und ich glaube, dass das, was gerade nach Endstation ausschaut, nach Baustelle, nach Chaos, ist tatsächlich ein Prozess, in dem wir gerade stehen, wo Gott etwas Neues bauen möchte. Die Gemeinde, in die wir gehen, baut gerade auch um. Es gibt ein großes Hauptgebäude und um das Hauptgebäude gab es viele kleine Gebäude und diese kleinen Gebäude wurden alle abgerissen und gerade ist eine absolute Bauwüste um dieses Gemeindehaus herum. Man kommt nicht mehr auf denselben Wegen in das Haus rein. Überall schaut es öde und trist aus. Die ganzen Büsche und Bäume und Blumen sind weg. Alles ist trist und kahl. Und es sind überall Löcher, also es ist einfach kein schöner Anblick. Und vielleicht fühlt sich dein Leben gerade auch so an, dass du das Gefühl hast, hier ist überall Baustelle, egal wo ich hingehe, überall sind Löcher, es ist kahl, es ist trist, es ist öde, so kann und so will ich nicht leben. Vielleicht hast du das Gefühl gehabt, es ist gerade Endstation, hier geht es nicht weiter. Was wäre, wenn Gott eigentlich nur etwas Neues baut in deinem Leben? Wenn die Baustelle gar nicht das Ende ist, sondern der Anfang von etwas Wunderschönem Neuem. Wenn Gott etwas Neues baut, dann schaut es erstmal nach Chaos aus, dann schaut es erstmal nach Abriss aus, dann müssen wir uns mit Dreck und Staub abfinden. Aber was wäre, wenn Gott gerade etwas Neues baut und wenn das gar keine Endstation ist, sondern etwas Neues? Und ich glaube, was ganz wichtig ist in dieser Zeit, ist, dass wir uns den Bauplänen Gottes unterordnen, dass wir ihm vertrauen. Sein Wort sagt, dass seine Wege höher sind als unsere, dass seine Gedanken andere sind als unsere. Wir können nicht verstehen, was Gott tut. Wenn wir es verstehen würden, wäre er nicht Gott. Und ich glaube, dass wir unser Recht auf Verstehen ablegen dürfen, weil wir wissen, dass Gott ein guter Gott ist und dass wir ihm vertrauen dürfen, und dass er es gut mit uns meint. Die Bibel sagt, er überschüttet uns mit Segen. Er stellt uns auf liebliches, auf weites Land. Ich möchte dich ermutigen heute, dass du diesen Bauprozess vielleicht von einer anderen Perspektive anschaust. Gar nicht so sehr als Endstation wahrnimmst, sondern als Neubeginn. Dass du dich den Bauplänen Gottes unterordnest, dass du ihm Erlaubnis gibst, Räume einzureißen, Mauern abzutragen und etwas komplett Neues zu bauen. Dass du ihm auch erlaubst, dein Gebiet zu erweitern. Die Gemeinde, die ich vorhin erwähnt habe, hat nun einen größeren Platz, wo sich dann letztendlich Menschen versammeln können, um ihn anzubeten. Also wenn Gott etwas tut, dann ist es am Ende immer schöner, immer größer und immer besser als das, was vorher war. Und Gott braucht unser Ja im Prozess während des Baus. Diese Hingabe zu sagen, Herr, ich vertraue dir, ich verstehe gerade nicht, was du tust, es tut mir weh, es ist unangenehm, aber ich glaube, dass du etwas Wunderbares vorhast. In diesem Sinne, wenn der Herr das Haus nicht baut, ist alle Arbeit umsonst. Vertrau ihm dein Leben an, vertrau ihm deine Baustelle oder deine Baustellen an und warte ab, beobachte, was der Herr da gerade Neues baut.
was er neu aufrichtet, wo er auch alte Fundamente abträgt, die einfach nicht mehr sicher waren. Ich wünsche dir viel Segen für deine Woche. Danke, dass du dabei warst bei der Küchentischandacht. Wenn du möchtest, kannst du dich auch für meine Newsletter eintragen. Ich verschicke dreimal die Woche einen kurzen, knackigen Input zum Wort Gottes, Eindrücke, die ich habe, Dinge, die ich gerade selber lerne. Du kannst es auch super als Einstieg in deine eigene stille Zeit verwenden. Den Link findest du unter diesem Video und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hier auf meinem Kanal sehen.